Hallo und herzlich willkommen zu unserem Online-Kurs. Heute beschäftigen wir uns indirekt mit der Aktivseite der Bilanz. Sie wissen ja noch, die Aktivseite war ja die Mittelverwendung des Betriebsvermögens. In anderen Worten, wie wurde das Vermögen investiert, was vorhanden war im Betrieb? Also wir beschäftigen uns mit der Investition. In der Bilanz sieht man ja eigentlich auch mehr die Ergebnisse von den Investitionsentscheidungen. Also welche Maschine, welches Sach- und Finanzanlagevermögen gekauft wurde, welche Waren und, und. Aber die Prozesse, die dahinter standen, wie die Entscheidungen getroffen wurden, damit beschäftigen wir uns heute. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie hätten die Aufgabe, eine Maschine in Ihrem Betrieb anzuschaffen. Sie hätten die Verantwortung dafür. Wie würden Sie vorgehen? Was würden Sie machen? Nun, natürlich gibt es ganz klare Spezifikationen. Die Maschine muss so groß sein, muss so und so viel Stück produzieren können, das Material verwenden, muss die Temperatur aushalten, ganz viele Spezifikationen. Am Ende haben Sie vielleicht nur eins, zwei, drei, vielleicht auch eine Handvoll an Handlungsmöglichkeiten, zwischen denen Sie entscheiden müssen. Das können Sie aus dem Bauch heraus entscheiden oder aber ein bisschen fundierter. Genau das, was eine Kosten- und Leistungsrechnung macht: Informationen gebündelt aufbereiten und vergleichbar machen. Und genau das zeige ich Ihnen heute, die Methoden, die dafür möglich sind, die Sie nutzen können dafür. Die einfachste Methode, die wir dafür nutzen können, ist die Kostenvergleichsmethode oder auch Rechnung. Sie nehmen einfach die Kosten der einzelnen Maschinen, nehmen wir mal die Maschine als Beispiel, und können die hinterher vergleichen. Nun machen wir das mal anhand eines Beispiels. Nehmen wir mal an, wir berechnen es jetzt für eine Maschine. Nehmen wir mal an, die Maschine hätte Anschaffungskosten und Auszahlungen, die sie in Zukunft generiert. Also die Anschaffungskosten werden in T gleich 0, also heute, stattfinden und die Auszahlungen, die bei der Benutzung der Maschine kommen, die werden dann in den folgenden Perioden erfolgen. Also Periode 1 und Periode 2. Anschaffungskosten nehmen wir für die Maschine mal in Höhe von 10.000 Euro, die in der Periode 0 zur Auszahlung führen. Und andere Auszahlungen, also für die Benutzung, für die Werkstoffe und Produkte, die darauf entstehen sollen, fallen Auszahlungen in der Periode 1 in Höhe von 3.000 und in der Periode 2 in Höhe von 5.000 an. Und wir nehmen mal an, dass wir das Kapital, was wir dafür benötigen, beim Kapitalmarkt aufnehmen können oder auch anlegen können für einheitlich 10%. Das ist einfach nur einfacher zu rechnen. Also wir nehmen mal an, wir hätten einen Zinssatz von 10%. Wie hoch sind jetzt die Kosten für diese eine Maschine? Nun, um das vergleichbar zu machen zwischen den verschiedenen Maschinen oder Möglichkeiten, müssten wir, weil die Perioden vielleicht bei den Maschinen auch unterschiedlich sind, die eine hält 5 Jahre, die andere 7 Jahre, die jetzt hier nur 2, müssten wir also die Kosten durchschnittlich auf ein Jahr runterbrechen. Das machen wir mal. Also, was hätten wir an durchschnittlichen Kosten, die zahlungswirksam sind? Nun, das sind die Auszahlungen hier. 3.000 und 5.000 Euro. Also wir hätten durchschnittliche zahlungswirksame Kosten oder auch Auszahlungen in Höhe von 8.000 geteilt durch 2, 4.000 Euro. Aber die Auszahlungen sind ja nicht das Einzige, was zu Kosten führt. Vielleicht erinnern Sie sich zurück auch an die Kosten- und Leistungsrechnung, welche Bestandteile da noch alles drin sind. Nun, wir haben unsere Anschaffungskosten. Also die Abnutzung der Maschine gehört noch mit rein. Wie hoch ist denn die Abschreibung durchschnittlich pro Jahr? Nun, bei einer Nutzungsdauer von 2 Jahren, am Ende gehen wir davon aus, die Maschine ist einfach dann Schrott und es muss eine neue beschafft werden, wenn wir weitermachen wollten, würden wir sagen 10.000 geteilt durch 2, also eine Abschreibung in Höhe von 5.000 Euro.
Also durchschnittliche AFA, Abschreibung für Abnutzung, in Höhe von 5.000 Euro. Und das letzte sind kalkulatorische Zinsen, die wir berechnen können. Also welches Kapital oder dafür, dass wir Kapital nutzen, können wir auch die Kosten für das Kapital berechnen. Kalkulatorisch. Wir brauchen also einen durchschnittlichen Kapitaleinsatz pro Jahr und multiplizieren das mit dem Zinssatz 10%. Wir haben also einen Einsatz von, also insgesamt 10.000. Das verteilen wir über die Perioden, teilen das durch 2, haben also einen durchschnittlichen Kapitaleinsatz in Höhe von 5.000 Euro. Und den multiplizieren wir mit unseren Zinsen. Höhe von 10% sind also 500 Euro an kalkulatorischen Zinsen für die Kostenberechnung. Nun, das summieren wir auf, also die 4.000, die 5.000 und die 500 kommen also auf Kosten in Höhe von 9.500 durchschnittlichen Kosten pro Jahr, wenn ich mich für die Variante für die Maschine entscheide. Eine andere Maschine könnte vielleicht zu anderen Kosten führen, hat vielleicht andere Laufzeiten. Wenn ich das alles runterbreche auf ein Jahr, kann ich das vergleichen und ich wähle dann die Option mit den geringsten durchschnittlichen Kosten. Also das hier sind die durchschnittlichen Kosten. Nun kann man sich vorstellen, dass eine Investition nicht immer nur dazu führt, dass sich Kosten ändern, sondern vielleicht auch die Erlöse. Es hängt immer davon ab, ob man eine Ersatzinvestition durchführt, also eine alte Maschine wird einfach nur refinanziert, also wieder ersetzt, und die Anzahl der Produkte erhöht sich oder verändert sich nicht, aber auch die Stückkosten verändern sich nicht. Anders wäre es, wenn ich eine Rationalisierungsmaßnahme-Investition durchführe, wo sich dann auch die Stückkosten noch ändern könnten. Vielleicht ändert sich auch die Qualität durch die Produktion und die Stückzahl. Das heißt, es könnte sein, dass man alleine mit der Kostenbetrachtung zu keiner besseren Entscheidung kommen würde. Also nehmen wir deswegen nicht nur die Kostenvergleichsrechnung mal mit rein, sondern schauen wir uns also auch an, wie sich vielleicht die Einzahlungen und die Erlöse verändern würden. Erweitern wir unser Beispiel einfach mal um Einzahlungen. Dann sagen wir, in Periode 1 haben wir 10.700 an Einzahlungen und in Periode 2 14.680. Nun, dann erweitern wir diese Rechnung einfach nochmal. Und zwar machen wir einen Gewinnvergleich. Wir nehmen also unsere Erlöse minus die Kosten durchschnittlich pro Jahr und vergleichen dann den Gewinn. Also durchschnittliche Kosten haben wir, berechnen wir die durchschnittlichen Erlöse und gehen jetzt mal davon aus, dass die Einzahlungen auch die Erlöse sind, um das zu vereinfachen. Dann hätten wir also hier 25.380 geteilt durch 2. Haben wir also durchschnittliche Erlöse. Das sind die 15.000 geteilt durch 2, sind 12.690. Und die Differenz ist der Gewinn. Also der durchschnittliche Gewinn pro Periode sind dann 3.190. Das könnte ich jetzt auch für all die anderen Alternativen machen und hätte einen fundierteren Vergleich, wenn es notwendig wäre. Nun, was fehlt jetzt noch, wenn ich nur das betrachte?
Nun, ich habe die Kosten drin, ich habe die Erlöse drin, aber ich habe vielleicht noch nicht berücksichtigt, dass ich unterschiedliches Kapital investiere. Also wir haben die Kosten für das Kapital drin, ja, also die Zinsen, den Zinssatz, aber wir wissen noch nicht, wie viel Kapital investiert wurde. Wir hatten das bei den Bilanzkennziffern, wenn sich da zurückerinnern, genauso. Wir können den Gewinn errechnen, also Kosten und Erlöse, aber der Bezug zum eingesetzten Kapital, der fehlt. Das lösen wir mit welcher Kennziffer? Nun, bei den Bilanzkennziffern haben wir das mit der Rentabilität gelöst. Genau das Gleiche machen wir hier auch. Wir errechnen also eine Rentabilität. Gewinn durch eingesetztes durchschnittliches Kapital. Hier also die 3.190 geteilt durch unseren Kapitaleinsatz durchschnittlich pro Jahr verrät uns also unsere Rentabilität. Also die durchschnittliche Rentabilität wären hier 3.190 geteilt durch die 5.000. Das sind 63,8%. Mit der Rentabilität haben wir vielleicht noch weit mehr Informationen, die wir vergleichen können. Weil Maschinen auch unterschiedlich teuer sind und, und. Es gibt noch eine Sache, die das Ganze vereinfacht hat. Das war die Annahme. Das habe ich Ihnen jetzt ein bisschen einfach zugeschustert. Wir haben einfach den Durchschnitt genommen. Aber was passiert, indem wir den Durchschnitt nehmen pro Jahr? Wir nehmen an, dass die Kosten alle gleich verteilt in jedem Jahr anfallen, dass die Erlöse in jedem Jahr anfallen. Jetzt schauen wir mal auf die Realität, die wir eigentlich geplant haben. Nun, die sind eigentlich sehr unterschiedlich. Das heißt, wir würden jetzt davon ausgehen, dass wir 4.000 hier pro Jahr hätten. Um die Realität ein bisschen mehr abzubilden, gibt es auch die Möglichkeit, periodenübergreifend Unterschiede zuzulassen. Das nennt man auch die dynamischen Methoden und das andere sind die statischen Methoden. Das Prinzip ist folgendermaßen, was dahinter steht. Nehmen wir mal an, Sie hätten heute 20 Euro oder in 20 Jahren 20 Euro. Heute würden Sie davon zwei Kinokarten kriegen, in 20 Jahren vielleicht nur noch eine. Also Geld, was heute einmal 20 Euro wert ist, verliert an Wert oder gewinnt an Wert oder verändert sich. Und das kann man relativ gut erklären anhand des Kredites. Ich würde Ihnen jetzt heute 1.000 Euro geben mit der Vereinbarung 5%, dass Sie mir in einem Jahr 5% verzinst 1.050 Euro zurückgeben. Wie sieht die Berechnung dahinter aus? Nun, also ich gebe Ihnen 1.000 Euro und Sie sollen mir 5% Verzins zurückgeben in einem Jahr. Das heißt, ich multipliziere die 1.000 Euro mit dem Zinssatz 1,05 und komme dann zu dem Betrag, was Sie mir in einem Jahr schulden. Das bedeutet aber auch umgekehrt, und das übertragen wir jetzt auf unseren Fall, dass wenn ich plane, in einem Jahr einen Umsatz zu machen von 1.050 Euro oder einen Einzahlungsüberschuss, einen Gewinn, dann könnte ich heute 1.000 Euro ausgeben und hätte das finanziert. Das heißt, wenn wir das abzinsen, das eine ist Aufzinsen, ich zinse es auf die Jahre, die folgen auf, wenn wir den Betrag abzinsen, dann teilen wir den einfach durch die 1,05 und kommen auf die 1.000 Euro. So sind periodenunterschiedliche Zahlungen wieder vergleichbar und ich komme wieder auf einen vergleichbaren einperiodigen Betrag. Also das, was wir bei dem Durchschnitt eigentlich ja auch haben wollten, dass wir unterschiedliche Laufzeiten irgendwie vergleichbar machen wollen, schaffen wir auch, indem wir auf- oder abzinsen. Das machen wir einfach mal für unser Beispiel. Und zwar rechnen wir einfach mal die Einzahlungsüberschüsse aus für die jeweiligen Perioden. Also wir haben hier in Summe
geben wir 10.000 weg, fließen uns ab. In Periode 1 sind es 7.700, die in Summe uns zufließen als Einzahlungsüberschuss. Und hier sind es 9.680. Wenn wir den Betrag ausdrücken wollten in Periode 0, also ein Jahr rückwärts gehen, dann teilen wir die 7.700 durch 1,10. Also Zinsen den ab. Kommen also dann zu einem Betrag von 7.000. Wenn wir den abzinsen, müssen wir den ja zweimal abzinsen. Also die 9.680 teilen wir durch 1,10 und dann noch einmal durch 1,10 für 2 Jahre. Dann kommen wir auf einen Betrag von 8.000. Und damit haben wir Zahlungsströme, die später kommen, realitätsnäher bewertet, als wenn wir nur einen Durchschnitt nehmen würden. Und wenn wir hieraus die Summe ziehen, also 10.000 minus 10.000 plus 7.000 plus 8.000, das sind unsere 5.000, nennen wir das Ganze mal Kapitalwert. Der Betrag ist positiv. Dann hat diese Investition mit den Einzahlungen und Auszahlungen, die in Zukunft folgen, einen Kapitalwert von 5.000. Das heißt, auf unser Kreditbeispiel zurückzukommen. Heute könnte ich, wenn die Zahlungen, Einzahlungen und Auszahlungen wirklich so kommen in Zukunft, könnte ich heute wirklich 5.000 Euro in meine Tasche stecken. Und das Gleiche könnte ich mit allen anderen Projekten machen und ein bisschen realitätsnäher vergleichen. Mit Einzahlung und Auszahlung auch periodenübergreifend. Also, wir haben jetzt gelernt, dass es statische Methoden gibt für die Investitionsrechnung, die Kostenvergleichsrechnung, die Gewinnvergleichsrechnung oder auch die Rentabilitätsvergleichsrechnung. Und wenn wir das Durchschnittliche aufdröseln, da brauchen wir halt mehr Informationen, auch mehr Sicherheit mit den Zahlen, brauchen auch mehr Zeit zur Vorbereitung, dann könnten wir Kapitalwerte ausrechnen, also dynamische Verfahren nutzen, um fundiertere Erkenntnisse und fundiertere Investitionsentscheidungen auszuüben. Ja, ich wünsche Ihnen viel Freude dabei, das anzuwenden. Vielen Dank fürs Mitdenken und viel Erfolg auch bei allen betriebswirtschaftlichen Grundlagen, die Sie noch weiter verfolgen werden. Vielen Dank.